Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Wir haben heute wieder ein Fallbeispiel, und zwar einen BMW X4 aus 2017, einen US-Reimport. Dieses Fahrzeug hat nur 50.000 Kilometer gelaufen und hat leider jetzt schon massive Probleme mit dem Motor, weil die amerikanischen Fahrzeuge haben eine andere Motorsoftware. Denn in den USA haben wir einen anderen Kraftstoff und wir haben eine andere CO2-Norm. Und dadurch gibt es sehr viele Probleme mit den Fahrzeugen, wenn die hier in Deutschland rumfahren. Genauso wie auch bei diesem Fahrzeug. Hier haben wir leider einen total verschwefelten Katalysator, den man leider nicht mehr retten kann. Bei den etwas älteren oder ersten Modellen der Benziner konnte man den Katalysator noch manuell entschwefeln. Das heißt, man konnte eine Entschwefelungsfahrt machen, damit er halt entschwefelt. In diesem Fall ist das leider nicht mehr möglich. Sowohl bei den deutschen als auch bei den US-Fahrzeugen kann man keine Entschwefelung mehr manuell einleiten, wie beim Diesel eine Notregeneration. Ist leider nicht möglich. Das heißt, hat man den Moment verpasst und der Cut hat sich verschwefelt, so wie in diesem Fall, muss man leider fast 3.000 Euro investieren für einen neuen Katalysator. Der Kunde hatte die Möglichkeit, hierher zu kommen, weil er Probleme hatte. Für diejenigen, die nicht zu uns kommen können, weil sie zum Beispiel in Österreich sind, in der Schweiz oder in weit weg allgemein, wir bieten eine Fernwartung an. Dabei schicken wir euch so ein Kabel. Ihr braucht lediglich einen normalen Laptop mit Windows und Internet. Und dann können wir von hier aus auf das Fahrzeug zugreifen, die einzelnen Komponenten prüfen, Komponenten des Motors, Komponenten des Getriebes, und wir können auch Updates, Modifikationen und eine andere Software programmieren. Und darum geht es auch in dem Video. Wäre der Kunde gleich zu uns gekommen, nachdem das Fahrzeug hier importiert wurde oder reimportiert, dann hätten wir eine EU-Software auf das Motorsteuer geprogrammiert, damit die Verbrennung halt vernünftig ist, damit die Verbrennung so ist, dass der Motor halt nicht kaputt geht, damit der Katalysator auch nicht verschwefelt, damit die Injektoren ein bisschen länger halten und damit auch die Ansaugkanäle, wo die Ventile sich nicht mit Ruß und einer Ölpumpe halt zusetzen. Und das ist halt leider, was passiert, wenn man mit der EU-Software nicht fährt, sondern mit der US-Software oder einer Software aus Kanada oder halt eine Software, die nicht für die EU zugelassen ist. Nicht verwechseln mit einer Sache: durch diese Umprogrammierung der Software haben wir nicht eine andere Eintragung in den Papieren. Das heißt, ihr habt nicht eine bessere Norm, ihr habt auch nicht weniger Ausstoß. Um das machen zu können, bräuchtet ihr theoretisch vom BMW die richtigen Unterlagen dafür. Werden die euch nicht zur Verfügung stellen, weil die haben natürlich kein Interesse, bei den Reimportfahrzeugen irgendwie weiterzuhelfen. Die müssen ihre Fahrzeuge hier in Deutschland verkaufen und es ist ja auch legitim, deswegen bekommt man da keine Hilfestellung, sondern diese Software ist nur für euch, damit man weniger Probleme mit dem Motor hat. Bei den amerikanischen Fahrzeugen auch eine interessante Sache, auch die Getriebesoftware ist auch ganz anders. Wir haben eine ganz andere Getriebesoftware bei den EU-Fahrzeugen und bei den sozusagen US-Fahrzeugen. Was sich da ändert, keine Ahnung. Bei der Motorsoftware ist klar, aber bei der Getriebesoftware ist wahrscheinlich auch irgendwas anders, wegen der Bedingungen, die man da halt auch hat. Ja, ansonsten muss man natürlich immer halt schauen, wenn ihr so ein US-Fahrzeug gekauft habt, ist das eine super Sache. Die Fahrzeuge haben eine tolle Ausstattung, die Laufleistung ist nachvollziehbar, aber ihr solltet den Weg zu den Niederlassungen, Vertragspartnern mit diesen Fahrzeugen meiden. Einfach deswegen, weil die haben nicht die Möglichkeit, euch das Fahrzeug vernünftig zu programmieren. Wenn ein Steuer getauscht wird oder irgendwas an dem Auto gemacht wird, dann ballern die euch einfach die US-Software aufs Fahrzeug, dass hier überall alle Steuergitter wieder auf Englisch sind, und dann ist das natürlich blöd. Was man auch beachten muss, viele Fahrzeuge, die hierher kommen, die hat natürlich alle meistens einen Schaden. Die Fahrzeuge werden in Litauen, Estland, Lettland instand gesetzt mit Teilen. Das heißt, dieses Fahrzeug zum Beispiel hatte Xenon-Scheinwerfer, hat jetzt aber zum Beispiel LED-Scheinwerfer. Hatte normale Nebelscheinwerfer, jetzt hat das LED. Das heißt, die Ausstattung, die wird immer angepasst. Damit hat BMW sowieso Probleme. Aber worauf ich einfach hinaus möchte, ist, bei diesen Fahrzeugen werden oft von den Händlern einfach die Endgeschwindigkeitssperre entfernt. Das heißt, die Fahrzeuge fahren über 210 und dann denkt der Endkunde, der das Auto gekauft hat, da ist schon eine EU-Software drauf, oder er weiß gar nicht, dass es einen Unterschied gibt, und fährt und fährt und fährt wie der Kunde, bis er irgendwann halt sehr viel Geld für
teure Reparaturen investieren muss bei einem Fahrzeug, was gerade mal 5 Jahre alt ist und nur 50.000 Kilometern. Deswegen, damit euch das nicht passiert, versuchen wir, so einen Blick in unseren Alltag euch zu zeigen, damit solche Sachen, die man vermeiden kann, dass man die vermeidet. Weil wir haben kein Interesse, dass der Kunde an BMW 3.000 Euro für einen Cut bezahlt. Da haben wir nichts von. Ne? Deswegen auch die Videos für euch, einfach euch zu sensibilisieren, damit ihr wisst, worauf muss ich so ein bisschen achten. Und dann hat man sowas halt nicht. Ja, wenn ihr Interesse habt an einer EU-Software, die können wir auch ebenfalls aus der Ferne anbieten, über das Kabel, was wir euch zuschicken, damit euch sowas halt nicht passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr an dem Video, das Video euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, kommentiert das Video, wenn ihr da Erfahrungen gesammelt habt mit solchen Sachen und teilt gerne das Video, damit auch andere davon was erfahren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.